Zurzeit erreichen mich viele E-Mails. Eine war besonders interessant, da ging es um dieses Pivot-Savart-Gesetz. Ob ich da mal kurz schreiben kann, wie man konkret einen Magnetfeldwert im kartesischen Koordinatensystem berechnet, also mit Zahlen einsetzen und dergleichen. Ich habe mir gedacht, bevor ich mir da die Finger wund tipp, mache ich ein Video für die Allgemeinheit. Also es geht um Folgendes. Es geht um diesen infinitesimalen Magnetfeldbeitrag, ja, von einem stromdurchflossenen Leiter. Und das ist ja genau unser Pivot- und Savart-Gesetz. Ich schreibe jetzt mal für den Vorfaktor klein a, dann muss ich meinen stromdurchflossenen Leiter in infinitesimale Stromelemente zerlegen. Das ist das hier. Und dann will ich noch wissen, in welche Richtung zeigt denn dieser infinitesimale Magnetfeldbeitrag. Also brauche ich hier hinten das Kreuzprodukt. Also ich verrechne sozusagen dieses kleine Wegstreckensegment ins Kreuzprodukt mit diesem Abstandsvektor. Und das ist der Abstand von stromdurchflossenen Leiter zu dem Punkt, wo mich dieser Magnetfeldbeitrag interessiert. Ja. Okay, das reicht noch nicht ganz. Wir brauchen auch noch den Betrag von dem Ganzen und das hoch 3. Also hier ist sozusagen die Abstandsabhängigkeit von meinem Magnetfeld mit drin. Ja gut, wir machen das Ganze anschaulich. Wir legen erstmal eine Einheit fest, wie wir die Strecke messen wollen. Wir sagen, eine Längeneinheit soll 1 Meter sein. Okay, wir messen in der Basiseinheit Meter. Gut, dann legen wir unseren stromdurchflossenen Leiter hier rein ins kartesische Koordinatensystem. Ja. Wir sagen, okay, den legen wir direkt auf die Z-Achse. Ja. Und dann soll natürlich hier durch die Y-Achse nach hinten laufen und nach rechts soll die X-Achse laufen. Gut, der Strom hier drin, der fließt von ja, minus Z nach plus Z. Und dann müssen wir natürlich jetzt erstmal eine Position in diesem kartesischen Koordinatensystem angeben, an der mich dieser infinitesimale Beitrag interessiert. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich schreibe mal den Pfeil hier außen hin und zerlege diesen stromdurchflossenen Leiter in infinitesimale Stromelemente. Also das hier ist jetzt mein infinitesimales Stromelement, ja. Ich zeichne natürlich hier übertrieben, denn es bringt ja nichts, dieses sehr kleine Element kleiner als einen Punkt zu zeichnen. Da bekommt man ja nichts mehr mit. Übertreibung macht bekanntlich anschaulich. Aber wir legen natürlich jetzt unsere Position fest. Wir sagen jetzt willkürlich, mich interessiert dieser Magnetfeldbeitrag am Ort 0 in X, 3 in Y und 0 in Z. Und wir messen in Meter, also schreiben wir hier die Meter dahinter. Das ist zugegebenerweise eine ungewöhnliche Schreibweise, aber die kommt einfach von der Streckenmessung, die sich auf den R bezieht. Ja? Wenn ich hier eine Strecke messe, ja, zum Beispiel 1 und die in Meter, dann schreibe ich ja auch hinterm Zahlenwert die Einheit. So ist diese Schreibweise hier zu verstehen. Ja? Im Grunde genommen ist ja der Vektor nichts anderes als ja, ein Vektor, der sich nur auf die Dimension y bezieht, ja. Aber man kann es eben auch machen, wenn hier und hier entsprechende Beiträge vorhanden sind. Ja, man findet diese Schreibweise. Okay. Ja, dann legen wir den mal rein. Also 1, 2, 3 in y, ja, steht hier, sonst 0. Also interessiert mich der Magnetfeldbeitrag an den Ort. Okay. So. Also. Dann legen wir mal dieses Stromelement fest. Ja, müssen wir jetzt klein werden. Das ist ja infinitesimal. Okay, wir haben hier positive Z-Richtung, dieses Element. Okay, dann haben wir 0, 0 und wir sagen, okay, geben wir 2 mal 10 hoch minus 6 Meter. Ja, man übertreibt hier auch mit dem Abstand, ja, um das Ganze anschaulich zu gestalten. Ja, es bringt nichts, wenn ich hier unten irgendwo bin. Okay. Ja, als nächstes wird man hier festlegen, in was für ein Material bin ich hier überhaupt drin? Was ist denn hier außenrum? Wir sagen, das hat er glaube ich auch, ja, das hat er in der E-Mail angegeben, wir sollen im Vakuum sein. Okay. Dann sagen wir hier, A wird zu die Konstante, die sich auf dieses Vakuum bezieht, durch 4 Pi. Ja?
Diese Konstante muss man natürlich aus der Formelsammlung rauslesen. Die ist 4π mal 10 hoch minus 7 und die Einheit ist interessant, Voltsekunde durch Amperemeter. Die wird dann wichtig. So, was können wir jetzt tun? Jetzt nehmen wir diesen Vektor, dieses Kreuzprodukt, das ist ja nur ein Skalar, und berechnen das. Ja. Wir sagen, okay, dieser Vektor ins Kreuzprodukt mit dem ist, naja, 0, 0, 2 mal 10 hoch minus 6 ins Kreuzprodukt mit dem, 0, 3, 0. Und jetzt muss man aufpassen, hier ist Meter und hier ist Meter und wir verrechnen das Kreuzprodukt, also habe ich hier hinten Meter Quadrat. Ja. Okay, als Ergebnis habe ich dann minus 6 mal 10 hoch minus 6. So 0, 0 mal Meter Quadrat. Jetzt sehen wir schon, in welche Richtung das Ganze geht. Ja? Hier vorne steht ja noch was, also wird sich der Betrag noch verändern, aber wir können schon den Pfeil einzeichnen. Der stimmt noch nicht von der Länge, aber er zeigt in die negative X-Richtung. Das kann man jetzt bereits rauslesen. Wie lang der Pfeil wird, hängt ja jetzt von diesen Werten hier noch ab. Ja? Müssen wir ja alles noch berechnen. Was soll denn für Strom fließen? Sagen wir mal, ja. Strom soll 1 Ampere sein. Okay. Okay. Ja, was ist das hier unten? Ja, wir haben ja den Vektor hier definiert. Wenn ich den Betrag nehme, dann ist es ja so, ich nehme die Komponenten, nehme sie ins Quadrat, zähle zusammen. Zwei Komponenten sind 0. Das reicht noch nicht ganz. Ich habe hier die Potenz noch zu berücksichtigen. Also das hier unten gibt dann schon mal 3. Ja? Also 9, davon die Wurzel ist 3 und dann hoch 3, dann habe ich hier 27. Okay, jetzt kann ich erstmal so formulieren. Ich habe hier μ 0 durch 4π mal diesen Strom, dann dieses Element mal den, haben wir gerade berechnet, da stellen wir unseren Vektor rein. Das ist der hier, minus 6 mal 10 hoch minus 6, 0, 0. Okay, hier kommt jetzt die 27. Jetzt schreiben wir die Einheiten dahinter. So, die Einheit von dem hier, das war etwas aufwendiger. Voltsekunde durch Amperemeter, okay. Schreiben wir das hierher. Voltsekunde durch Amperemeter. Dann haben wir die Einheit vom Strom, ist Ampere. Also mal Ampere. Ja, das Rest das sind Zahlen, aber von dem hier kriegen wir ja noch was mit, ja. So ist ja hier oben. Quadratmeter. So. Dann haben wir auch gerade das hier berechnet. Da gibt es ja auch eine Einheit dazu. Das ist dann Kubikmeter. Jetzt kürzt sich eine Menge weg, ja. Meter mit dem Quadrat. Die Meter mit dem hoch 3 bleibt 2. Okay. Jetzt muss man wissen, wie ist denn die Einheit vom Magnetfeld definiert? Das ist Tesla. Und ein Tesla ist nichts anderes als Weber pro Quadratmeter. Und dann muss man wissen, ein Weber ist eine Voltsekunde. Die Voltsekunde steht hier oben, also kann ich die ja durch das Weber ersetzen und die Ampere noch mit den Ampere hier unten kürzen und dann wunderbar steht schon Tesla da, ja. Wir haben hier Weber durch Quadratmeter. Also können wir das hinten vergessen und Tesla ansetzen. So, die Einheit passt schon mal. Ja, und der Rest ist Zahlenwert. Ja. Also hier kommt 4π mal 10 hoch minus 7. Ja, für den Strom haben wir 1 gesetzt, also 1 Ampere. Gut, hier kürzt sich dann noch die 4π mit die 4π. Dann können wir das vielleicht noch so schreiben, das Endergebnis. Also ist gleich 1 durch 10 hoch 7 mal 27 mal dieser Vektor minus 6 mal 10 hoch minus 6 mal Tesla. So. Also letztlich können wir sagen, dann können wir auch so formulieren, minus 6 mal 10 hoch minus 6 durch 10 hoch 7 mal 27 mal 1, 0, 0 und zwar minus mal Tesla. Ja. Muss man hier plus schreiben. Dann kann ich hier schön den Betrag, also die Länge von dem Pfeil ausrechnen. Der wird natürlich sehr klein, man sieht es. Weil wir sind ja auch weit weg. Wir haben ja in Meter angegeben. Ja. Und naja,
in Richtung der negativen x-Richtung ist das Ganze zu setzen. Also einen sehr, sehr kleinen Pfeil müsste man da angeben, den kann man ja gar nicht einzeichnen. So, das wäre natürlich dann der Betrag von dem, ja, wäre das hier 6 mal 10 hoch minus 6, kann man auch so schreiben. Ja, können wir ein bisschen Potenzrechnung machen. 6 durch 10 hoch 7 mal 10 hoch 6 mal 27. Potenz mit gleicher Basis werden multipliziert, indem man die Basis behält und die Exponenten miteinander addiert. Ja, dann hätte ich 13 mal 27. So. Das ist dieser Betrag. Man sieht sehr, sehr, sehr klein. Okay. Ja, das war jetzt mal ja, die Vorgehensweise, wie man hier mit dem Pivot-Savart-Gesetz konkrete Werte in diesem Koordinatensystem ausrechnet. Ja. Man sieht, der Pfeil, der lohnt nicht wirklich einzuzeichnen, weil der wird ja sehr klein, der bringt ja gar nichts. Aber von der Vorgehensweise sollte jetzt mal klar sein, wie das funktioniert. Man muss aufpassen, wo ist man im kartesischen Koordinatensystem. Da muss man hier das richtig interpretieren, dieses Gesetz. Man sieht schon allein vom Kreuzprodukt, ja, es wird abhängig von der Position im Raum immer andere, ja, Pfeilrichtungen, Orientierungen und Beträge von meinen Vektoren geben. Ja. Es ist nie so, dass es von der Orientierung her gleich ist. Das kann gar nicht sein, wegen dem Gesetz hier. Hier steht das Vektorprodukt drin. Aber spaßeshalber kann man es ja dann zu Hause mal mit irgendeinem weiteren Punkt machen. Dann kann man ein bisschen hier hin und her rutschen mit dem Abstand, ja, schauen, wie sich das Ganze verändert. Und dann im externen Video sagen wir mal, okay, wir zählen diese ganzen infinitesimalen Beiträge auf den Leiter hier bezogen zusammen und kriegen natürlich dann einen anderen Term. Ja. Wir haben ja jetzt nur einen infinitesimalen Magnetfeldbeitrag berechnet, ne, der sich auf ein infinitesimales Stromelement bezieht. Ja, ich müsste ja die ganzen Stromelemente zusammenzählen, auch noch auf den Leiter, dass ich dann das gesamte Magnetfeld in dem Punkt hier berechnen kann. Ja, das macht man dann mit diesem Superpositionsprinzip. Das haben wir ja für dieses Coulomb-Gesetz im externen Video besprochen. Gut, dann war es das mal von mir.